3, 2, 1. Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. Heute stelle ich euch den A20NUE263 oder NUE263 oder 263 Überlandbus vor. Das Ganze ist der vierte Bus des MAN Stadtbus Familien Add-ons. Und ja, der wohl kleinste Bus, aber wie gesagt, ist ja auch eine Überland-Variante. Das Ganze wurde mir gesponsert und zur Verfügung gestellt von gamesrocket.de. Deswegen sehr, sehr vielen Dank, sehr, sehr großen Dank. Schaut bei den Jungs auf jeden Fall vorbei, denn da gibt's dieses Add-on für 16,95 €, sprich 6% in etwa günstiger als bei Steam. Außerdem gibt es dann natürlich noch viele, 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 viele andere Games, die genauso gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind. Also schaut einfach vorbei, nutzt den Link in der Videobeschreibung. Keine Sorge, beziehungsweise ich möchte transparent sein und möchte euch das sagen. Es ist ein Reflink, ganz wichtig, damit ich an den Verkäufen auch noch mit etwas Kleines verdienen kann. Okay, ja, wir fahren das Ganze, wir fahren den Bus, den A20, auf der Mainz-Map. Der passt nicht hierher, ganz wichtig, das muss man halt wirklich dazu sagen. Aber ich habe jetzt keine andere Map mehr da, wo halt dieser Überlandbus hinpassen würde. Und ja, Überlandstrecken, ja, habe ich leider auch nicht. Deswegen muss ich leider unpassenderweise diesen Punkt hier nehmen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Und ja. So, also, wie gesagt, das ist der Überlandbus, also jetzt nichts groß Besonderes. Sieht aber halt schon deutlich anders aus, zumindest was halt auch die Sitze und sowas angeht. Muss halt überlandsfähig sein, im logischen Sinne. Und wir schauen uns auch gleich nochmal hier diese Einstellungsmöglichkeiten an, denn die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders sein. Ganz schön laut, aber das sagt mir kein. Genau, nein, das war jetzt sehr schlecht. Okay, also wie gesagt, wir schauen uns die Modellkonfiguration mal an und dann sieht man das schon. Hier sind sehr, sehr, sehr viele ausgestaltet, weil man hier halt wirklich eigentlich nichts weiter machen kann. Der Motor ja wieder auf 360 PS. Aber halt, man kann wirklich nicht viel jetzt hier tatsächlich machen. Das ist schade, aber sowas ist nun mal halt auch ganz normal. So, Bremslicht, Heckscheibe kann man anmachen, Infrarotbacke kann man anmachen und dann halt sowas. Es gibt hier halt wirklich nicht mehr viel zu tun und sich hinstellen oder so, das heißt Halteschlaufen braucht man eigentlich auch nicht, weil in einem Überlandbus sitzt man eigentlich immer nur. Ich sehe selten, dass da auch welche stehen. Ja, ist ein ganz klassischer Überlandbus, finde ich auch ganz cool, also wirklich sieht einfach nur hammermäßig aus. Sitze kann man leider nicht anpassen, ich hätte gedacht, das kann man vielleicht auch noch, aber kann man hier zum Beispiel nicht. Und ja, wie gesagt, ich fahre hier auf Mainz, bin hier schon sehr lange nicht mehr gefahren, deswegen weiß ich auch nicht, welche hier wann wo losfährt. Ja, Hauptbahnhof, S-Ankunft, genau. Und dann haben wir mal was Kurzes heute. Finde ich auch gut. So. Jetzt muss man nämlich erstmal dahin finden. Geh mal wieder ins SF1. Wir haben jetzt hier die Linie 10500, Route 01, gehen wir einfach mal an, Arena, genau, passt. So, okay, das ist ein bisschen anzeigefehlermäßig, aber so ist es halt. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. So, deswegen fahren wir nämlich auch gleich los.
Und hier habe ich wieder diesen komischen Bug, leider Gottes. Ah, ist das nervig. So. Sprich den Bug, dass die Haltestelle richtig die ganze Zeit angezeigt wird. Und sowas. Wo hält denn hier die 105? Ich bin die 105 noch nie gefahren. Hab und Mustang C. Wahrscheinlich hier drüben, wa? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz hier genau. 68, 54, 69. Okay, also hier müsste man irgendwo theoretischerweise anhalten. Genau, E, Arena, Hauptbahnhof, genau. Das heißt, ich muss jetzt hier rum. So. Hier ruckelt es noch ein bisschen mehr. Bitte nicht wundern, das tut mir auch schrecklich leid. Aber leider Gottes kann ich das nicht ändern. Es ist halt dunkel. Ich hätte das natürlich auch ändern können, aber ich wollte halt unbedingt im Dunkeln fahren, sagen wir es mal so. Guten so, guten Hallo. Abend. Einen normalen Fahrschein, bitte. Jetzt dauert das natürlich alles noch ein bisschen länger. Hallo? Jetzt hat sich die Person aufgehangen, oder was? Jetzt im Ernst? Jetzt hat sich die Person hier aufgehangen. Okay. Gut. Wir fahren jetzt einfach zum Ende. Achso, jetzt können sie hinten einsteigen. Ja, hallo. Das ist doch sehr gut. Hallo. Das ist sehr gut, dass sie hinten einsteigen können. Abend. Ja, das muss jetzt einfach mal so sein. Das ist halt noch ein kleiner Bug anscheinend. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Ach, und jetzt geht die hintere Tür auch wieder nicht zu. Okay, pass auf. Wir müssen das nochmal neu machen. Das ist ärgerlich. Das ärgert mich doch schon recht hart. Dass das wieder einmal passiert ist jetzt. Ja, das ist vielleicht der kleine Nachteil des Add-ons. Aber sollte jetzt tatsächlich auch nicht ich sage jetzt mal, wild sein. Man kann damit schon umgehen, denke ich. Also, ja, man kann da wie gesagt schon umgehen, denke ich. Ist jetzt natürlich nicht so schön gelaufen und passt jetzt auch nicht in meiner ja, Linienvorstellung hier, die ich machen will. Deswegen gehen wir hier mal auf Tag. Damit es halt auch alles noch ein bisschen besser lädt und so, damit das noch ein bisschen besser flüssiger läuft und so. Und damit wir halt mit der 105 nicht fahren können. Deswegen gehen wir hier nochmal auf Abend um 17 Uhr. Da fährt sie auf jeden Fall. So, nein, hier die 105, die 7, genau. Anfang Ausstellung E-Busse. Okay, wir bräuchten eine Minute bis zur nächsten, bis zur Endstelle. Dann nehmen wir doch lieber die hier um 17 Uhr. Genau. Was? Um 17? Ne, um 17.18 Uhr. Genau, da können wir die hier nehmen. So, dann haben wir nämlich noch kurz Zeit, das hier einzurichten. Sprich, hier die 10500, hier die Route 01. Ach, Mensch. Und dann ist natürlich auch der Bug mit dem Lampen weg, mit der Haltestellen. Mit dem Haltestellenmist. Ach, Menschenskinder, ich bin jetzt gerade so ruhig. Es tut mir so leid. Das ist.
Es ärgert mich ein bisschen, dass das jetzt gerade nicht so geklappt hat. So. Wir können uns jetzt mal hier hinstellen. Halt so, dass wir halt den Verkehr nicht blockieren. So. Wir haben jetzt noch ganz viel Zeit und da können wir nämlich schon mal hier einen Screenshot machen. Genau. So. Genau. Ich glaube, das könnte tatsächlich sowieso bloß diese Zeichen hier sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Guck mal, das MAN-Logo hier ist komplett weiß, komplett durchsichtig. Sozusagen. Oder einfach bloß eingestanzt in den Bus. Okay. Ganz komisch. So, ich werde jetzt noch einen Schluck trinken. Keine Sorge, ich werde die Zeit jetzt gleich vorspulen. Wie gesagt, ich wollte es bloß kurz zum Trinken nutzen. So, also, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal. Was ich hier auch an Fehler habe, ist hier diese Straßenbahn. Die hat halt keinen Hänger. Ja. Wir müssen um 17:18 Uhr war das. Das heißt, wir stellen das um 17:17 Uhr ein. Um 17:17 Uhr, um genau zu sein, damit wir halt noch ordentlich dahin fahren können und so weiter und so. Sofort. So. Ach so, ja, stimmt. Tut mir leid. Hab ich vergessen. So. Um hier Fahrgäste aufzunehmen, muss man halt hier halten. Um diese Uhrzeit wollen sie anscheinend nicht. Ja. Ach, jetzt habe ich wieder diesen Bug. Wollt ihr mich veralbern oder so? Ach ja, Bugs sind doof. Bugs sind richtig doof. Macht halt auch keinen Spaß so, wenn Bugs da sind. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal nachfragen, was es ist, beziehungsweise mal im Forum mal nachschauen. Denn es muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Und ja, deswegen werde ich dann, wie gesagt, mal in naher Zukunft mal nachfragen, nachhaken, was das ist. Und dann, komischerweise ist die Bahn jetzt normal. Verstehe ich nicht. Und dann können wir auch ganz schnell, ganz sicher sein, dass das alles ganz ordentlich funktioniert. So. Oh shit, ich komme nicht mal nach oben. Moment. Ich muss vielleicht auch mal den Motor noch mal einstellen. So. 360 PS, genau. Ich weiß, dass es jetzt nicht funktioniert hat, weil ich jetzt hier gerade im Leerlauf war. Aber trotzdem. So. Na komm, du schaffst das. Du schaffst es. Ich muss mich jetzt hier mittig einordnen. Mensch, jetzt Kinder, ich roll weg. Ich weiß, dafür gibt es normalerweise hier. Lol. Genau. Hier diese Rollenfunktion, beziehungsweise halt dieses Rollentaste auf der Tastatur. Dass man halt in eine Haltestellenbremse eingeht ohne Türöffnung. Also ohne Türfreigabe. Kann man einfach so sagen, wie es ist. Mittig einordnen. Also sprich hier. Ja? Entschuldigung, gerade leckt es richtig hart. Wow. Was ist denn nur los? Weiß ich gar nicht. Auf dieser Spur bleiben. Check wird gemacht. Genau, Hauptbahnhof. Zentraler Umsteigepunkt. Zugang zur Innenstadt. Kann mir vielleicht mal einer erklären, warum die hier auf der Gegenspur fahren?
Was? Ich glaube, hier wurde. Ich glaube, hier wurde was. Ach so, ich habe noch. Hä? Moment. Hä? Ich musste doch auf der Spur bleiben. Moment, was? Ich glaube, hier haut was nicht hin. Ich glaube, hier haut was nicht hin. Dieses. Ist ja schon ziemlich irreführend. Boah, wer der Scheiße. So, wir fahren jetzt mal ganz kurz über Rot, weil ich nämlich nicht weiß, warum, wieso, wo ich jetzt hier lang muss. Kofas Arena. Endstelle. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Spiel. Ihre Mainzer Verkehrsgesellschaft. Was? Okay. Cool. Das war jetzt cool. Naja, dann sind wir jetzt auch nämlich gleich da, denn dann wird das nämlich auch jetzt nicht so an. Zur Rückfahrt in Richtung Hauptbahnhof stehen Ihnen nach Spielende ebenfalls die Shuttlebusse ab der Kofas Arena Haltesteige A und B zur Verfügung. Okay, nein, hier lang. Hier können wir nämlich auch ein bisschen schneller fahren. Hier ist ja so eine kleine. Ist das schon fast eine Überlandstrecke, ne? Also fast zumindest. Daher passt es. Haben wir doch den richtigen Bus gewählt. Ja. Ja, das ist der richtige Bus. So, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach so, ja, genau. Ich habe jetzt bewusst diese noch ausgewählt gehabt, beziehungsweise wollte diese fahren, weil die Folgenlänge sonst relativ lang wieder wird und dann, ja, ich habe jetzt mit den nächsten Folgen schon relativ zu tun, die hochzukriegen, ordnungsgemäß. Aktuell macht aktuell macht halt unsere Internetanbieter, sprich Kabel Deutschland, ganz schlecht, ja, weiß ich, halt doch schon recht große Probleme. Und das ist natürlich gerade jetzt zu dieser Zeit echt bescheiden, sage ich jetzt einfach mal. Warum muss ich denn eigentlich als Lehrvater hinfahren? Deswegen hier, ja, ich fahre jetzt hier vorbei und dann rase ich an meinen Kollegen vorbei hier. Ist übrigens auch ein schöner MAN, ich weiß aber gar nicht welcher. Ach so, der normale Lion City, ja. Eh ohne Halt. Ach so, Aufstellung während des Spiels war dort. Oh, shit. E-Arena, vierte Ausfahrt. Was? Wie vierte Ausfahrt? Moment, was? Wie jetzt vierte Ausfahrt? Okay. Erste? Hä? Nee, das geht doch gar nicht. Hä? Moment, was? Jetzt vierte Ausfahrt. Moment. Da stand vierte Ausfahrt. Was ist denn hier die vierte Ausfahrt? Wird er schlecht das sein? Oder stand da zweite Ausfahrt? Hm? Ich fahr jetzt einfach mal hier zur zweiten Ausfahrt raus. Hm. Die sieht nicht richtig aus. Die sieht einfach nicht richtig aus. Ja, ich darf hier so fahren. Das wurde mir erlaubt. Ich darf wenden. Tatsächlich muss ich hier lang. Was ist das für ein... Sorry. Was ist das für ein Mist? Ganz schön schlecht, muss ich sagen. Das sieht... nicht wirklich gut aus, muss ich sagen. Ich glaube. Ich glaube, hier habe ich noch nicht alles runtergeladen. Okay, jetzt habe ich hier auch noch einen kleinen Grafikbug. Das kommt aber nicht vom Bus. Anscheinend habe ich hier noch nicht alles runtergeladen, beziehungsweise anscheinend ist hier alles irgendwie ein bisschen falsch runtergeladen und hier fehlt noch etliches. Ja, könnte auch ein Spielfehler sein, könnte auch was anderes sein, weil ich habe eigentlich alle
Dateien, die ich drauf haben muss, drauf. Und ja, daher, keine Ahnung. Es gab noch mal eine Taste zum Refreshen der gesamten Map, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, welche das ist. Nein, die auf jeden Fall nicht. Okay, und somit ist die Folge jetzt vorbei. Ist eine kleine Fail-Folge geworden. Tut mir schrecklich, schrecklich leid. Das ist auf jeden Fall der Überlandbus aus dem MAN Stadtbus-Familien-Add-on. Ganz ehrlich, der macht auch viel Fun. Hat halt. Ja, ist halt ein bisschen kleiner, sage ich jetzt mal. Ist halt wirklich Überland, logischerweise. Und wenn man die passende Map dazu hat, dann ist der auf jeden Fall super. Und wenn euch der nicht zusagt, es gibt noch drei andere Busse, die auch hammergeil sind. Ja? Also, ich bedanke mich vielmals an Games Rocket, dass ihr mir das möglich gemacht habt. Gerne wieder. Wenn ihr Interesse habt, sehr gerne wieder. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Labiton X.